Als wir das Zipal gegründet haben, gab es zwar Techno-Partys in Hamburg, aber keinen richtigen Techno-Club. Also es gab Clubs für Deep House, für House, für viel Tech House, und uns hat halt irgendwie ein richtiger Laden gefehlt, wo wir das machen können, was wir irgendwie interessant finden. Es ging halt darum, einen richtigen Tanzclub in Hamburg mal wieder zu schaffen. Einen Club, wo Leute hingehen, um zu tanzen, und nicht, wo Leute hingehen, um einen Drink zu nehmen oder um ihre Freunde zu treffen. Das ist im Karolinenviertel, das grenzt direkt an St. Pauli, und ist auf der anderen Seite hat es die Innenstadt. Also es ist eigentlich genau in der Mitte von der Stadt, obwohl es ein bisschen wirkt wie ein Industriegebiet, weil die Messe drumherum ist. Das ist ein ehemaliges Kraftwerk von der Messehalle, und das wurde vor, ich glaube, 4 Jahren ungefähr von André Stups, dem Besitzer, gemietet. Und hier war zuerst eine Off-Location-Party drin, wo wir irgendwie verschiedene Partys aus verschiedenen Genres gemacht haben, und irgendwann haben wir das Angebot bekommen, das ganze Gebäude für 10 Jahre zu mieten, und dann haben wir angefangen, das Konzept fürs PAL zu entwickeln. Wir sind ein Club mit 2 Floors, der ein, wie ich denken würde, durchgehend anspruchsvolles Programm hat, mit viel Techno auf dem PAL-Floor und viel wie House und ein bisschen Downbeat und verschiedene Sachen hier auf dem Moiré-Floor. Hier dürfen keine Fotos gemacht werden, und das ist uns wichtig, weil wir der Meinung sind, dass es einfach die Stimmung zerstört auf dem Dancefloor. Wenn irgendwie Leute auflegen und sich konzentrieren und versuchen irgendwie eine gewisse Art von Stimmung aufzubauen, und dann hast du 20 Leute, die davor mit einer Kamera stehen, dann geht diese Stimmung sofort kaputt. Und wir hören das jedes Mal von unseren Gästen als Feedback auch, dass die sich total freuen, dass es genau hier nicht der Fall ist. Dadurch, dass die DJs irgendwie sich locker fühlen und das machen können, was sie möchten, hat das Publikum natürlich auch eine ganz andere Sicherheit und ein ganz anderes Gefühl von Freiheit auf dem Dancefloor. Ich finde speziell halt auch die DJ-Booth ist überfett, und ich glaube, es liegt auch daran, dass der Clubbesitzer halt auch früher ein langjähriger DJ war und er weiß einfach, worauf es ankommt, und so ist es einfach, dass du halt dort perfekt Platz hast, du hast geiles Monitoring, und dann kannst du halt auch viel besser performen. Natürlich, wenn alles für den DJ stimmt, dann ist natürlich auch für die Leute geiler. Der Sound ist, glaube ich, auf beiden Floors ziemlich solide. Im PAL haben wir ewig lange Soundsystems ausprobiert. Im PAL hatten wir, glaube ich, 30 Anlagen stehen oder so, bis die finale Anlage da war. Und der Witz war, dass wir immer irgendwie 2 Riesensubs hatten, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und am Ende haben wir jetzt 12 kleine Subs statt 2 großen. Und damit hat der Sound irgendwie echt gute Wärme für den Raum und ist nicht zu bassig und nicht zu aggressiv, sondern klingt sowohl für House als auch für Techno gut. Was uns wichtig war, dass es halt für beides funktioniert. Unser Booking dreht sich nicht darum, irgendwie das zu befriedigen, was die Leute in Hamburg wollen, sonst wären wir gar nicht da, wo wir sind. Weil wir, als wir angefangen haben, gab es irgendwie eine Nachfrage nach bestimmten Labels in Hamburg und nach einem bestimmten Sound. Und wir haben eigentlich so das erste halbe Jahr irgendwie das genaue Gegenteil davon gemacht. Wir suchen nach DJs nach wie vor, die richtig Spaß haben und eine gewisse Ernsthaftigkeit an der Sache. Also nach Leuten, die das leben, was sie sind. Die nicht irgendwie einem Trend hinterherlaufen, sondern die einfach Lust auf gute Musik haben und das auch rüberbringen wollen.